Oh, herzlich willkommen beim ersten Coup bei der zweiten Variante. Diesmal versuchen wir. Den Kiosk hatten wir in der ersten Variante. Wir hatten jetzt die Pink Villa, den Tante Emma Laden oder Seniorenheim. Wir machen erstmal den Tante Emma Laden als Option Nummer 2. Dann heißt das erstmal, beobachten wir den ganzen Spaß. Also das Patrouille vorbei, das erscheint immer bei jeder Beobachtung, egal was ihr macht. Ihr müsst immer 24 Stunden beobachten, um auf die 100% zu kommen. Drunter kommt ihr nicht auf 100%, also könnt auch die Uhr um im Auge behalten. Wir haben also ungefähr um 3, 4 die Beobachtung beendet. Alles was hier steht, steht im Quelltext so vordeklariert, also könnt ihr euch auch woanders durchlesen. Ist relativ uninteressant, weil erste Kundengruppen, Angestellte kommen. Manchmal ist ganz interessant, weil so ein kleiner Gag eingebaut wurde. Aber größtenteils seht ihr eigentlich ungefähr, wie die Polizeiabstände sind. Hier ist ganz human, 61 Minuten. Ja, ich habe übrigens nur stehen die Amiga-Version. Ich mochte bloß nicht vom Amiga 500 diese Disketten wechseln. Ich habe nur eine Diskettenversion für Amiga. Die CD-Version habe ich nur für Amiga CD. Und mein Kumpel hatte keine Festplatte in seinem Amiga. Die Disketten wechseln war langsam und der Amiga 500, den er hatte, ohne Speichererweiterung und so weiter, war auch enorm langsam. Da war der PC schon doch wesentlich schöner. Der Schornsteinfeger, der hört nie auf bei diesem einen Schornstein, der muss ja so verstopft sein. La 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 la. Etzo. Ja, wie gesagt, ihr habt das Spiel ist für Amiga CD und für PC. Und auf PC und Amiga gab es eine Diskettenversion und für PC und Amiga CD noch eine CD-Version, die sogar mit Sprachausgabe war. Wenn ich mich mal hier irgendwo durchwühle und meine CD-Version finde, dann werde ich vielleicht auch die Sprachausgabe, das Sprachpaket noch reinziehen und dann werden wir den Rest mit Sprachausgabe noch spielen. Ich glaube aber, die Sprachausgabe war nur für die Storyline. Also das hier war auch alles natürlich zum selber lesen. Ich meine mich dazu erinnern, dass es wirklich nur bei den paar Story-intensiven Sachen war. So, tja, so schnell können 24 Stunden vergehen. Müde bin ich inzwischen auch schon. Ich glaube, ich werde die Beobachtung abbrechen, zumal es auffällig wäre, weiterhin hier rumzustehen. Der Tante Emma Laden. Vermutete Beute 630. Auffälligkeit 99%. Macht nix, macht nix. Naja, ist klar, so was auffällig ist, wenn man da einbricht. Dam, dam, dam. So, hier nochmal rein, ne? Das ist geschlossen. Dann warten wir doch noch. Auch wenn es auffällig wäre. So, hier könnt ihr euch jetzt im Laden immer vorher schon umsehen. Ich weiß nicht, woher ihr wisst, was hinten schon im Lager drin ist. Also ihr habt erstmal einen Plan. Hier ist erstmal der Eingang. So, könnt euch die Gegenstände angucken, die Holztür, Wächter auch, und dann könnt ihr euch den Weg der Wächter angucken vorher, falls Wächter gibt. Hier gibt es keine. So, dann haben wir da noch eine Tür. Fenster sind uninteressant, wir wollen nicht durchs Fenster rennen. Das dauert zu lange. Ein Kühlschrank, ihr könnt euch genau ansehen, dann seht ihr, was da drinnen geschätzt wird, was da drin ist, Delikatessen und Hummer. Kasten. Auch zwei Sachen drin. Wie gesagt, das sind Schätzwerte, also das kann manchmal viel mehr sein, was ihr bekommt, und manchmal viel weniger. Deswegen machen wir diese Videos jetzt so und werten das dann zum Schluss aus, was wir eigentlich hier überhaupt bekommen haben. So, noch ein Kasten, da wird auch was drin sein. Ja. Spiegel. Ist nicht wert, beinhaltet nichts. Uninteressant. So. Das reicht uns. Unser Werkzeug haben wir, und sollte das alles noch einspeichert. Wir wollen also zurück ins Hotelzimmer, um die ganzen Sachen zu planen. La 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 la. Holland Street. So, jetzt planen wir das. Wir müssen die Zielgebäude ändern von Kiosk auf den Tante Emma Laden. Komplett
Komplizen ist schon eingespeichert, Fahrer Justin White, Fluchtort ist klar und jetzt arbeiten wir mal einen Plan aus für die ganze Schicht hier. So. Matt kann erstmal als allererstes das Türchen öffnen. Natürlich mit einem Brecheisen. Ihr könnt auch nicht unendlich rumschleppen, ja, also macht, plantet so, dass der Beuterucksack auch irgendwann voll ist, ansonsten braucht er mehr Leute. Brecheisen, so, nehmen wir. Nee, jetzt machen wir anders. Mit Escape kann man ein Stück zurück immer. So, jetzt gehen wir nochmal hoch. Und machen hier die Tür auf erstmal. Brecheisen so. Dann nehmen wir an den Schrank. Benutzen. Kasten. Brecheisen. Nehmen. Ihr braucht Artikel und die Delikatessen. Später in den Coups werden wir nicht mehr alle draus holen, weil wenn es dann um eine Beute von großen Gegenstand von 10.000, 30.000 geht, dann werden wir nicht hier mehr Delikatessen für 30 mitnehmen oder so. Das hinterlässt nur Spuren und so. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wahrscheinlich würden Leute, die in echt irgendwo eine Bank einbrechen, auch nicht gucken, ob in den Schubfächern noch überall was drin ist, sondern nur in den Safe rumholen. Da müsst ihr schon ein bisschen praktisch denken. Hier ist es allerdings noch, dass wir die Skills schön sammeln wollen. So, jetzt öffnet er schon mal. Wörp, benutzen. Kasse, Brecheisen. Das ist schön laut und während es offen ist. Das hat er nur geöffnet. Das ist jetzt Absicht, dass ich das noch nicht nehme. Weil das kann Justin in der Zeit nehmen, während er den Ausstellungskasten öffnet. Mit dem Brecheisen. Das wird auf jeden Fall sehr laut und da nehmen wir dann die Delikatessen. Jetzt wechseln wir erstmal die Person. So, jetzt warten wir, bis er die Tür geöffnet hat. Später macht es Sinn, sich dann mit dem Funkgerät richtig zuzurufen, wann irgendwas erledigt ist oder sich die Zeiten genauestens zu merken, weil kommt dann jede Sekunde zählt, ne? So, ah, verdammt. Muss man ein Stück zurück. La la la. Die Dobe sollte ja die Tür schließen hinter sich, damit es nicht so auffällig ist, falls eine Polizeipatrouille vorbeikommt. Schließen, Holztür. Wie, ich stand mal wieder im Weg, das ist mal wieder buggy. Naja, egal. Perfekt. So, den Kühlschrank muss man nicht aufbrechen. Zumindest die Kühlschränke, die ich kenne, müssen wir nicht aufbrechen. Aber die Schränke wieder. Die schließen anscheinend jedes Schubfach ab und so, wenn die hier nach Hause gehen. Blöder Laden. Hätte er Geld auch selber nehmen können. Oh, jetzt kommen wir wieder nie raus hier. Ich hasse so eine Bugs.
Ja, da muss man manchmal so, das ist kurios. Achso, wir haben ja die Tür zu gemacht, deswegen kommt sie nicht raus. Ha, blöd muss man auch noch sein. Er muss ja die Tür jetzt erstmal öffnen. Haben wir ja festgestellt, dass er das doch machen muss. So, und Justin kann dann gleich hier hinterher raus, das Auto schon mal starten. Obwohl ich nicht weiß, ob sowas wirklich einkalkuliert wird. Oh. Wartet, bis die jetzt durch ist. Jetzt heißt die Tür schließen. Und manchmal stehen die auch nicht richtig am Auto. Das ist auch komisch, obwohl sie voll auf dem Fluchtwagen stehen, das ist manchmal nicht richtig. So, jetzt mal fertig, Plan aufbewahren. Fertig. So, für kleine Jungs, weil wir wollen erstmal speichern. Kann ja sein, dass ich mich verplant habe. Wird auf jeden Fall später noch sehr oft passieren. So, Einbruch starten. So, gucken wir mal, ob es klappt. Man kann auch die Person, die man beobachten will, hier umswitchen. Immer zwischen Justin und... Oh, sieht alle ganz gut aus. Ja, die Polizei kommt auch nicht. Da seht ihr. Und hat bestimmt mehr gebracht als der Kiosk als an erster Stelle. Ja. Dum, 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 dum. Wieder da, der normale Einbruchscreen. So, ja, weniger Spuren hinterlassen als am Kiosk. So viel dazu, der Kiosk sollte der erste sein, könnt ihr vergessen. So, dann versuchen wir mal unsere Beute loszuwerden. Mal sehen, was Puli bietet. Geld 96 Pfund. Vergiss es. Hummer 11 Pfund. Delikatessen 110 Pfund. Gebrauchtartikel 27 Pfund. Ach, nicht reden. Mr. Maloja. Bei dem bekommen wir 118 Pfund für das Geld. 31 Pfund für den Hummer. 292 für die Delikatessen. 48 für die Brauchartikel. Und dann fehlt ja nur noch Mrs. Parker. Nicht reden. Nee. So, sie bietet uns. Mit Geld handle ich nicht. Mit Delikatessen handle ich nicht. Braucht Artikel 4 Pfund. So, ansonsten haben wir... Schlösser sind auf 27 gestiegen, Safes 11, Elektronik 15 und Aufpassen 23. Ihr seht also, es hat sich schon auch mehr gelohnt, weil bei Schlössern ist er auch viel besser geworden als im Kiosk. Der ertragreichste Verkauf ist also 489 Pfund.